Kleine Risse oder Löcher, das kann sogar im besten Holz vorkommen. Für kleine Schönheitsfehler wie diese gibt es aber Kosmetikmittel. Und genau darauf hat sich ein Grazer Unternehmer spezialisiert. Er ist so etwas wie ein Schönheitschirurg fürs Holz. Hubert Burbeck, der Grazer Jungunternehmer, hat sich auf Holzkosmetik spezialisiert. Denn auch Holz ist als natürliches Produkt nicht immer makellos schön. Die klassische Anwendung ist vom Tischler, wenn er halt zum Beispiel irgendwo einen Kantenausbruch hat, dass er den schnell fixieren muss. Oder im Zimmereibereich zum Beispiel, dass man jetzt, das Haus ist fertig, die Sichtdecke ist fertig und dann sieht man irgendwo ganz, die Bauherrin meistens ist dann sehr kritisch und es sieht, da tut einmal ein Astausriss, da ein Astausriss. Und dann haben wir natürlich Produkte, wo man das in sehr kurzer Zeit effizient und sauber lösen kann. Die Firma Pabst Holzindustrie. Hier wird Brettschichtholz für den modernen Hochbau produziert. An der Kosmetikstation werden im Schichtbetrieb minimale Holzfehler ausgebessert. Und auch hier setzt man auf die Holzausbesserungssysteme von Burbeck, der für alle Bereiche eine kosmetische Lösung parat hat. Jeder Betrieb braucht ein, zwei Produkte mindestens, damit er seine Reparaturarbeiten abdeckt. Der Kunde kann bei uns alles aus einer Hand kriegen. Und das ist der große Vorteil, weil wir dann ihm auch sagen kann, was für jede Anwendung perfekt funktionieren kann. Im Holzinnovationszentrum in Zeltweg tüftelt der Grazer an immer wieder neuen Lösungen. Seine jüngste Erfindung, Andrea, so die Abkürzung seiner Maschine für ein Asteinleimkonzept, mit dem schon sägeraue Bretter bearbeitet werden können, um dadurch potenzielle Ausfalläste oder Risse noch vor der Hobelung einleimen zu können. Die Nachreparatur ist nötig, aber gerade im Industriebereich sehr, sehr aufwendig. Jetzt haben wir gesagt, eigentlich wäre es ja perfekt, je weiter vorne in der Wertschöpfungskette man ansetzt, desto günstiger und effizienter ist es. Und darum haben wir quasi die Lösung mit der Andrea, mit der Asteinleimung, dass man das sägeraue Brett schon bearbeitet, damit man spätere, größere Schäden vermeiden kann. Derzeit ist der Holzexperte auf Roadshow, um den Tischlereien seine Andrea zu präsentieren. Auch der Tischlerei Rosenkranz, deren Herzstück das Zirnbett ist. Und auch hier werden in der Werkstatt minimale ästhetische Fehler ausgebessert. Das hat den Vorteil, man kann gleich weiterarbeiten. Es ist dementsprechend, es verändert sich nicht. Und man kann das von den Farben angleichen, dass das optisch nicht sichtbar und merkbar ist. Übrigens, Holzschönheitsfehler liegen auch im Trend. Hebt man sie nämlich noch extra mit etwa dunkler Spachtelmasse hervor, sind die Flecken genauso extravagant wie Cindy Crawfords Muttermal.